Ja, wir sind hier bei der Familie Studerer in Denneberg. Wir machen eine Hausbesuchsaktion zum Thema Landwirtschaftskammerwahlen. Wir wissen alle, dass das gemeinsame Gespräch, die Hausbesuche, die wichtigste Wahlwerbemaßnahme sind, die wir haben. Daher können wir auch in Corona-Zeiten natürlich Hausbesuche machen, aber wir müssen natürlich darauf achten, dass wir die Abstände einhalten und die Sicherheitsvorschriften. Grüß euch. Herbert. Hallo Robert, heute dürfen wir uns die Hand nicht geben, wir dürfen jetzt einmal so machen. Grüß dich. Da, magst du ein bisschen vierer gehen? Wir sind heute bei euch, oder? Weil wir im Jänner die Landwirtschaftskammerwahlen haben. Und wir müssen natürlich schauen, dass gerade für die kleinen Häuserbesitzer und für die Grundbesitzer einfach auch wieder mehr da wird. Und da sind die Sozialdemokraten die einzigen, die das können. Wie geht es denn euch jetzt momentan? Ja, mei. Es geht halt. Aber es klingt besser, gell, wenn die Förderung für die Kleinen auch besser waren, gell? Ja, das stimmt. Auf das werden wir natürlich schauen. Und darum möchte ich euch bitten, dass wirklich zur Landwirtschaftskammerwahl im Jänner kommt. Ja. Aber es geht natürlich auch mit der Briefwahl. Schon ab Jahresende können wir schon mit der Briefwahl das auch machen. Wichtig ist nur, dass wir Roden wieder mehr werden, damit gerade für die Kleinen auch was da wird. Da habe ich einen Bauernkalender für dich. Jawohl, danke. Und ein Seil, Glasl, Jawohl. weil eine halbe Glasl ist für die kleinen Bauern nicht mehr drinnen. Da müssen wir erst schauen, dass wir wieder mehr werden. Gell? In dem Sinn wünsche ich euch viel Gesundheit. Und gibt es irgendwas, was euch momentan ein bisschen auf der Seele brennt oder was ich in der Gemeinde da kommt für euch? Boah, in der Gemeinde Ja, passt eh alles ja. rein. Echten Grund haben wir auch schon versetzt, gell? Ja. Da haben wir jetzt eine Blumen, eine Naturblumenwiese angelegt und eine Streuobstwiese. Das wird mir nicht recht Super, fesch, gell? super. Und da haben wieder die Viecher auch was davon. Weil Ja. wir müssen auch auf alle schauen, gell? Dass auch die Pflanzen und die Tiere überleben können, gell? Ich weiß nicht, da denke ich über die, wenn ich halt bei mir ausputze, habe ich überhaupt geschaut, immer der Bürgermeister, der macht halt was. Der macht was. Damit es wieder besser wird, gell? Ja, nein, also recht Ja. und schönen Dank. In dem Gut. Sinn, gesund bleiben, gell? Abstand halten. Schöne Und Feier. wenn wir dann geimpft sind, dann setzen wir uns wieder zusammen und dann trinken wir einen Hut miteinander, Genau, gell? Alles dann Gute. sitzen wir uns Schöne wieder. Weihnachten, gell? Schöne Feier, du. Für dich.